Herzlich willkommen, mein Name ist Hannes Ellmeier von der EDV und CAD Group. Ich zeige Ihnen in diesem Video die Zuweisung von Bohrbildern in Elements CAD. Hierzu wähle ich mit dem Kontextmenü den Bohrbildbefehl aus. Hier habe ich nun die Möglichkeit, in verschiedenen Tabs die jeweiligen Bohrbilder, sprich Beschläge oder Verbinder zuzuweisen. Ich wähle hier mal diesen Dübel 8x35 und klicke also auf alle entfernen oder alle zuweisen, falls da noch was hinterlegt ist. Oder eben einen Rastex-Verbinder. Wenn ich nun auf Öffnen klicke, habe ich sofort in Elements CAM den entsprechenden Beschlag parat und kann hier kontrollieren, wie dieser aufgebaut ist. Diese ganzen Beschläge sind variabel programmiert und haben entsprechende Formeln, je nachdem, welche Korpustiefe das eben der Schrank jeweils hat. Im Reiter Schubkästen haben wir verschiedene Zagenführungen oder Schubladenführungssysteme. Im Reiter Front haben wir entsprechend die Frontbefestigungen oder die ganzen Schubkästen. Ich verlasse einfach mal den Dialog mit OK und wir sehen nun entsprechend die Bohrbilder für diesen Korpus. Eine Besonderheit sind die Fachböden. Hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel zwei Fachböden einzugeben. Wenn ich diese Fachböden im 32er Raster haben will, habe ich die Möglichkeit, dass ich hier einmal 32 eingebe und dann wird es entsprechend im 32er Raster von der Unterkante Korpus entsprechend gemessen. Kann jetzt im Bohrbilddialog wiederum die entsprechenden Bohrbilder zuweisen. Wähle also hier einfach mal Lochreihe. Und wähle hier eine Lochreihe, kann hier den Abstand jeweils von oben und unten je Segment hier definieren. Hier unten sehen wir, dass einfach kein 32er Raster erstellt wird. Hier habe ich dann die Möglichkeit, dass ich einfach zum Beispiel 5 Bohrungen zuweise, wenn ich das eben nicht haben will. Sobald aber in der Eingabe in der Infopalette das 32er Raster eingeschaltet ist, sehen wir also hier eben entsprechend auch die Bohrungen. Ich kann in einem Befehl Elements CAD Bauteile auf Ebene dann die ganzen Einzelteile erzeugen und ich sehe eben dann für jedes Bauteil die Bohrungen, wie sie dann später eben auch auf der CNC ausgegeben werden.